TikTok, wer ist da? Genozid, lol. Ja. Ja, das kenne ich auch, genau. Ja. Ich habe mal für den Faschingsverein bei uns im Dorf ganz viele aufgeblasen, so Ballons. Ja. Und das war nach so 11 Stück war ich dann kaputt. Oder nach 12. Und konnte nicht mehr. Alles tat weh. So. Na, ihr Ballons, wie ist es? Schön, dass ihr da seid. Na, auch schon aufgeblasen. Ja, wir sind richtig aufgeblasen. Aber nach fast 200 Podcasts darf man sich das, glaube ich, erlauben, oder? Oh ja. Das ist der Wahnsinn. Hallo, vielen Dank fürs Kaufen dieses Hörerwunschs an, ja, weiß ich nicht, Emily eigentlich. Wobei Emily nur für ihren Freund, ich nenne ihn jetzt mal Eis, um ihn nicht weiter zu doxen, diesen Brennpunkt hier, diesen Hörerwunsch hier gekauft hat. Und wir haben gerade festgestellt, das, was wir hier vorhaben, das könnte ganz schön dauern. Ja, es sind ja 200 Thumbnails, ne, 200 Titel, so, die wir bis jetzt ungefähr haben, plus doch die Hörerwünsche sozusagen. Ja, also das heißt, wenn wir jedes Thumbnail nur eine Minute besprechen würden, wären wir schon bei 200 Minuten. Ich habe das mal eben durchgerechnet. Wow, krass. Und das ist ganz schön viel, deswegen werden wir vielleicht nicht jedes ganz ausführlich besprechen und vielleicht gucken wir auch mal, vielleicht sind wir bei 100 und haben schon über eine Stunde oder so. Können wir dann noch ein paar zwei machen oder so, also es ist ja alles irgendwie... Ja, dann müsste halt Emily nicht, also ich will jetzt nicht, dass das so rüberkommt, wie Emily muss noch mal tief in die Tasche greifen. Nicht tief, oberflächlich vielleicht. Nein, wir gucken mal, aber zumindest mal ganz kurz drüber sprechen, das kriegen wir ja bestimmt irgendwie hin, nur... Das ist halt echt ein großes Ding, weil wir haben schon so viel gemacht. Also ja, fair, dass irgendwie anhand des Titels oder des Thumbnails, was mache ich denn da eigentlich für ein Thumbnail? Einfach eins von allen, so ein Mosaik. Wahrscheinlich, wie bei diesem Radio damals. Die hatten ja auch ganz viele Thumbnails, ja, als eine Grafik gehabt. Oder ich suche mir so die besten raus, die besten drei, vier und fropfe die da so hin. Ich könnte übrigens auch Zwiebeln riechen. Ich hatte gerade noch eine vegane Käse-Lauchsuppe. Also falls irgendwas. Das ist okay. Ja. Weiß ja nicht, wie dein Nasenstand gerade ist, ob du Gerüche wahrnehmen kannst. Ich habe mein Deo wahrgenommen. Immerhin. Ja. Ja, also vielen Dank. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir gucken uns jetzt alte Thumbnails an, also alte Folgen, Brennpunkt und resümieren ein bisschen drüber. Ich glaube, es ist eh ein bisschen interessanter an den ersten 100, weil die viel länger her sind als jetzt die letzten 100. Und da haben wir hier direkt 2018 von Kindern bis Tindern. Die Folge 0. Ey, vor 4 Jahren steht hier eine Folge 0. Als wir noch überlegt haben, wie kann der Podcast eigentlich heißen, das weiß ich noch, wie halt ewig nach Namen gesucht haben und nicht dann so mittendrin meinte, Brennpunkt, Internet ist voll scheiße, den nehmen wir nicht. Ja, du hast ja den irgendwie anders verstanden oder beziehungsweise zu sehr an, gab es ja nicht so eine Sendung, die irgendwie so hieß? Ja, wie Verdachtsfälle oder so ein Scheiß, an sowas dachte ich halt, aber so ist es halt wieder witzig. Und wir können den Namen behalten, würde ich heute sagen. So. Das ist nett. Es waren jetzt so die Test 200 Folgen so und ich bin jetzt ganz zufrieden. Ja. Also Folge 0, ich weiß gar nicht, da hatten wir gar kein Thema, da haben wir wirklich nur drüber geredet, was machen wir hier eigentlich. Genau, ist eigentlich richtig gut. Ja, wäre ich von Kinder bis Tinder alles durchgesprochen und ich habe noch Tinder-Geschichten ausgepackt anfangs, die mir ausgegangen sind nach 20 Folgen ungefähr. Es gibt auch noch andere, aber die werde ich mal für einen speziellen Tinder Hörerwunsch rausholen. Oh. Jetzt wissen wir, wie wir Geld machen können mit dem Podcast, deswegen gerne Hörerwunsch Tinder, nicht Kinder, Tinder Geschichten wünschen. Gut, ich glaube, es ist auch okay, wenn wir bei den ersten Folgen ein bisschen länger drüber sprechen. Wir haben hier die allererste offizielle Folge als Brennpunkt Internet, nicht als, was du vorgeschlagen hattest, Schach mit Tauben oder so, war es das? Das oder von schlechten Eltern und sowas. Die sind beide, ich möchte das betonen, die sind beide nicht schlecht. Ich finde nur, die sind nicht so... Also Schach mit Tauben war zum Beispiel so ein Ding... Jetzt bricht mein Herz, warte. Das ist beides so ein... das ist zu intellektuell, weißt du? Ja, ja, doch. Das höre ich öfter von Leuten. Gut, wir haben hier die erste offizielle Folge vor 4 Jahren. 50 Kilo Gehacktes im Bundestag. Ich erinnere mich kaum noch, aber irgendwie wurde da der Bundestag gehackt und das war mal relevant. Ich weiß, dass ich das dann sehr oft gesehen habe. Wenn ich meinen Namen gegoogelt habe, kam das meistens als erstes irgendwie. Echt? Brennpunkt gehacktes im Bundestag. Weiß ich gar nicht mehr. Brennpunkt gehacktes wäre eigentlich auch ein richtig guter Name. Vielleicht für einen Fleischpodcast oder so.
Ja. Und dann war das tatsächlich zum Jahreswechsel, denn wir haben hier 2019 dann rudimentärer Rückblick und professionelle Prophezeiungen. Das machen wir ja eigentlich immer, Rückblick und Vorblick, was könnte passieren. Und da ist scheinbar nicht sonst so viel passiert, weil es einfach nur eine 2019 ist. Beziehungsweise mir fällt auf, ich habe die Thumbnails am Anfang schon noch auf eine gewisse Art und Weise schlichter gemacht. Ja, sehr einfach sehe ich gerade, stimmt. Das ist nicht einfach, mehr so ein Bild. So aufs Wesentliche, ne? Ja. So ein bisschen bildzeitungsmäßig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich bereits in Folge 6 schon mal eine Farbe verwendet habe, die nicht rot, weiß oder schwarz ist. Da haben wir nämlich die EU-Flagge, kommen wir gleich zu. Aber ja. Folge 3 war Tubow, das große Thema, weißt du noch? Tubow hat Musik bewertet und das fanden Leute dumm, weil der hat eigentlich keine Qualifikation. Und dann war aber wieder, naja, aber jeder muss ja Musik bewerten dürfen, nur halt nicht so professionell oder so. Das war halt, dass er halt irgendwie auch Sachen benannt hat, die es gar nicht gibt, wie den White Noise Reversen. Das gibt es überhaupt nicht, ja, weißt du? Okay. Macht irgendwie so einen auf Mega-Experte und auf Producer-Gott und so. Und wurde auch sehr wertend. Ja, also für ihn war auch die Musik von YouTubern keine Musik. No. Es war dann immer Musik in Anführungsstrichen von YouTubern. Ja, ich finde generell bei Musikbewertung ist es noch am dümmsten. Also dann Serien, Filme, Spiele und so, das ist alles irgendwie sinnvoller zu bewerten als sowas. Aber ach, auch das, aber er kann ja irgendwie sagen, dass es seine Meinung ist. Und er hätte vielleicht sowas gemacht wie noch ein White Noise eingefügt. Hier noch den reversed. Oder hier noch einen Effekt reingemacht und so. Das kann man ja so als weiß ich nicht, Bewertung machen, aber er hat halt so verallgemeinert. Das ist schlecht produziert, das ist falsch gemacht, das musst du so machen. Nee, Alter Tubow, das gibt's nicht. Aber er ist auch inzwischen sehr einsichtig, hat auch in irgendwelchen anderen Projekten sich selbst parodiert, so. Ja. Wo war das denn? Irgendein Video? So, wurde eingeblendet, auch als Experte für Musik, wo auch das 1:1 sagte, ja, an der Stelle hätte ich den White Noise reversed, so. Mhm. Also er geht schon sehr ironisch damit um, aber es war damals, war echt so der Fail der Woche. Ich habe ewig nichts von dem gesehen, aber klappt gut mit dem nur kurz drüber reden auf jeden Fall, aber es ist wie es ist. Wenn halt du Bock so, hast, ja. dann mach das. Tubow or not Tubow, muss ich sagen, ist ein ganz tolles Wortspiel. Also. Da gab es schon den ersten Brecher, der Podumcast, wurde ist inzwischen geschoben worden. Alle dachten, er sei gestorben und tot, aber nein, der Podumcast kommt zurück, aber immer nur sehr ganz im gelegentlich. So, YouTubes neue Etiketten. Und dann haben wir Ketten auf dem Thumbnail. Es ist der Wahnsinn. Es ist so großartig. Ihr könnt ja begleitend, ja, Second oder Third Screen Experience, könnt ihr selber über die Thumbnails drüber scrollen. Stimmt, bei YouTubes. Da gab es mal wieder neue Regelungen. Frag mich nicht, welche das sind. Aber YouTube hat ja andauernd irgendwelche neue Scheiße. Wahrscheinlich war das damals dann mit, das erste Mal mit Cursing ist böse oder so. Weiß ich nicht. Das kann sein. Das nächste ist Nummer 5. Fromme Wonne proppen, die Nonnen poppen. Das ist echt ein schönes Wortspiel, ja. Ich habe keine Ahnung, was es da ging, aber es ist echt, dass mich manchmal bei Instagram Leute loben für die Wortspiele, wo ich immer sagen muss, die musst du Robin schreiben, er macht das ja alles. Aber das fand ich auch einer meiner All-Time-Favorites. Aber warum ging es da? Wir hatten ja jetzt neulich erst vor ein paar Monaten, dass da so ein Sextape irgendwie aufgenommen wurde in der Kirche. Das wirkt jetzt so ähnlich, aber also Vergangenheitshalbwissen, ich glaube, es gab auch eine Nonne, die Sex hatte mit irgendeinem Priester oder so, damit Sex hatte. Was fällt der ein? Oh, die haben den Altar entweiht oder so, irgendwas gab es da, glaube ich mal. Na gut, jetzt kommt der große Artikel 13-Block, glaube ich. Jetzt haben wir Folge 6, ab dem Filter wird's milder und danach direkt der Wir sind keine Botscast, auch ein hervorragender Name für einen Podcast eigentlich. Und Nummer 6 hast du zum ersten Mal eine andere Farbe als schwarz-rot-weiß reingemacht, nämlich die Europa-Flagge. Aber finde ich auch geil, so Europa-Flagge und dann eine Copyright-Flagge daneben, so aber Titel 13 ist doch irgendwie doch umgesetzt worden, ne? Es ist umgesetzt worden, aber nicht so, wie es gedacht war oder so. Also es ist schwer nachzuverfolgen, aber ja, also Upload-Filter kam nicht, aber es ist auch, glaube ich, noch nicht so 100% vom Tisch, wie ich das weiß. Und hier kommt auch schon der erste Hörerwunsch, und zwar der Brennpunkt Pokémon von Nutzvieh bis Sexsklaven. Hervorragend. Das war ja so gleich mein Thema, ich bin ein riesen Poké-Nerd. Jedenfalls die ersten 2,5 Staffeln so. Und es hat mich sehr gefreut, darüber zu sprechen. Da ist Mewtwo zu sehen, Pikachu und ein Aquana. Ja, und wir haben, glaube ich, auch so argumentiert, welches Pokémon hätte man als ehesten als Sexsklave, ne?
Das war so ein Ja, das hast du wieder reingebracht. Ja. Alter, ich war das wieder. Ich habe mir als hatte als Kind so ein Poster mit 150 Pokémon drauf. Ja. Hat mir manchmal so klein ausgemalt, was meine Pokémon wären, welche ich aus so als Team die sechs Pokémon, mit denen ich zur Top 4 gehen würde. Und es waren immer Gengar und Grasshaft dabei. Meine Favorites. Ich habe hier Favorites von mir, nämlich Mewtwo und Aquana aufs Thumbnail gepackt. Mewtwo, weil einfach cool, und Aquana, weil die Karte so geil aussah. Oh, Mewtwo ist eh eine Legende. Der Karneval Winne tut mir weh. Brennpunkt 8. War das, jetzt das war die große Debatte der kulturellen Aneignung. Schon so lange her. Das weiß ich noch. Und ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwer, oder war das? Nee, das war keine bestimmte Person, ne? Das war nur irgendwie, hey, wir verbieten hier. Nein, als, im Kindergarten war genau, das, glaube ich, ne? Im Kindergarten als indigene US-Amerikaner zu kommen. Ja, genau, das war so das erste Mal, wo ich davon auch hörte, dass es nicht okay wäre, weil auch ich einst im Kindergarten als, wie hieß der, von Schule des Manitou, Winnie Touch gegangen bin. Er hat so ein Kostüm mit einer rosa Feder oben drauf. Ja. Und da habe ich mich ertappt gefühlt. Du hast halt auch eine Figur gemacht und nicht, du hast ja nicht mal eine Parodie oder, also du hast ja keinen Übertrieb, ich finde das völlig in Ordnung. Also Winnie Touch ist eine Parodie. Ja, okay, aber du, ja, aber egal. Und Abahachi. Du weißt, was ich meine. Abahachi, Bruder. So, dann kommt direkt eine richtig harte Folge, der Terrorrassist von Neuseeland. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als Kalle gerade in Neuseeland war und da Christchurch passiert ist. Stimmt. Das war heftig. Ich habe auch dann das Video kurz gesehen von dem Attentäter, da hat es ja irgendwie gestreamt, ne? Und das fand ich richtig, richtig schlimm, wie dann die Menschen dann zusammengekauert sind. Das würde man echt keinem wünschen. Ich muss sagen, das ist auch eins meiner liebsten Thumbnails. Da habe ich am Anfang mal überlegt, ob ich nicht vielleicht irgendwie so 200 Visitenkarten wieder oder Sticker oder Sticker sind halt teuer, machen sollte und die einfach mal irgendwo so verteilen, weil das sieht einfach so als Visitenkartenformat, sieht das einfach geil aus. Und vielleicht hätte es ja den einen oder anderen angelockt. Wir haben hier dieses typische Evolutionsding und in der Mitte ist aber ein Typ, der nicht die Spitze der Evolution ist, sondern in der Mitte und die vor sich erschießt. Das finde ich richtig gut. Das war schon sehr tiefgründig. Dann gab es Junge holt sein Ei raus. Weiß nicht so jetzt das Wortspiel, aber ist witzig. Getroffen. Der gute alte Eggboy, das ist ja auch entstanden aufgrund von Christchurch, weil irgendein Politiker in Neuseeland dann Scheiße gelabert hat und er hat ihn dann mit einem Ei auf den Kopf gehauen, glaube ich. Auf dem Podcast-Special. Da waren wir auf dem Klo in einem Kaufhaus. Ich sag nicht in welchem. In irgendeinem großen Kaufhaus. Na gut, es gibt ein paar in Weimar tatsächlich. Könnte auch anders gewesen sein. Das hast du wieder Weimar gedroht. Wir hätten auch nach Leipzig fahren können. Jedenfalls war wieder in einem öffentlichen Klo, dann haben wir Podcast aufgenommen mit Musik und Spülungen nebenbei. Es war großartig. Rückblickend ekelhaft. Echt, übelst großartig. Ich hasse öffentliche Klos, so schon. Und muss mich immer ganz körperdesinfizieren nach so einem Besuch. Aber stell dir das doch mal vor, du bist jemand, du gehst einfach aufs Klo, kackst da irgendwie 10 Minuten, 5 Minuten und kriegst mit, dass der andere irgendwie einen Podcast aufnimmt. Ist großartig. Wir hätten halt echt kacken sollen, so währenddessen in so verschiedenen Kabinen uns unterhalten sollen. Vielleicht wird die nächste Ausgabe mal sehen. Ja. Sex mit 14-Jährigen und Verweise. Da gab's Ärger, oder? Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kritisch, aber es geht um Schulstories, Leute. Mhm. Das war ein Hörerwunsch. Aber war das nicht sogar irgendwie erst gebannt kurz oder so? Hast du nicht irgendwas erzählt? Kann sein, dass es bei dem war. Es gab zweimal ein Problem, ja. Ich weiß nicht, ob es damit war. Und du siehst auch hier die Hörerzahlen, 200, 400, 500, dann 2000 bei Sex mit Minderjährigen. Das ist einfach ein Evergreen, das wollen die Leute. Eieiei, okay, Hammer. Dann haben wir Folge 11, die Urheberrechts-Kloreform, auch der Wahnsinn. Da ging es wieder um Artikel 13, das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen. Da sieht man quasi Europa mit einem Copyright-Zeichen als Person, die einer jungen Frau ein Chloroformtuch vor dem Mund hält. Und das als müsste, Art der Zensur. Müsste ein Bild von Detektiv Conan sein, wenn ich mich nicht täusche. Das sieht so aus, ja. Chloroform einfach richtig gut, weißt du? Also, weil das lähmt das Internet, diese Reform. Wahnsinn. Hat es nicht gemacht bis heute, aber weiß, was noch passiert. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Eine Trumpensau macht wieder Quatsch. Ja, vor 3 Jahren. Da hat es angefangen mit Trump hier bei uns im Podcast. Aber irgendwann sind mir die Trump-Wortspiele ausgegangen. Also es kommen noch ein paar. Aber da fing es an. Ja, genau. Da fing es an. Dann Folge 13, direkt ins schwarze Loch von Sultan Hassanal. Das ist auch richtig gut. Das war noch dieser YouTuber, der homophob sich
Das ist kein YouTuber. Nee. Sultan Hassanal. War, nein, stimmt. Der ist, nee, ich dachte jetzt an diesen anderen. Nicht Indonesien, sondern irgend so ein, ich glaube, Papua-Neuguinea. Irgend so ein kleineres Ding da drüben. Du hast recht. Obwohl Neuguinea gar nicht so klein ist. Aber da... Oh nee, das war, glaube ich, so ein winziges, kleines, müsste ich jetzt wirklich googeln, so ein winziges, kleines Land neben, also auf so einer Insel, die zu Indonesien gehört. Burma, kann das sein? Burma? Aber Hassanal hieß der ja, ne? Die Meldung kam mal von mir, die habe ich in irgendeinem schwulen Portal gelesen. Ich dachte gerade an einen anderen YouTuber, der irgendwie dann gesagt Hassan hat. Hassan Abi heißt der. Irgendwie so, genau. Aber ich glaube, der hat Steinigung für Homosexualität oder sowas eingeführt. Ja, kann sein. Ja. Und Schwarzes Loch wurde fotografiert, das war ein ganz großes Ding. Ja. Und das hat sehr gut zusammengepasst, auch das Thumbnail, der Wahnsinn. Ja, das stimmt, eine Rakete, die ejakuliert ins Schwarze Loch. Ja. Mit einem Judenstern, ich weiß nicht warum, irgendwas muss da auch passiert sein. So, von Notre-Dame-Wolke bis Pornoblockade. Das war, Face-Sitting ist in UK verboten. Pornoblockade. Und ja, Notre Dame hat gebrannt. Das war ein Groß-Event. Haben wir da eigentlich mal eine 9 ausgepackt? Ich hoffe doch. Oh, das war krass, weiß ich noch, ne? Weil Notre Dame ist echt so ein Wahrzeichen, ja, so, was alle irgendwie kennen, spätestens durch Disney, durch den Kirchturm von Notre Dame. Und diese Pornoblockade habe ich völlig vergessen, weil das Face-Sitting ist verboten in Pornos. In UK, also in England, war das nicht erwünscht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile mal aufgehört hat, aber das war richtig dumm. Aus Angst vielleicht, irgendwie jemanden zu ersticken wahrscheinlich, war. Aber du kannst ja auch irgendwie abklopfen, weiß ich nicht. Egal. Haben wir auch schon besprochen bestimmt damals, 2019, 20. Hörerwunsch. Gaming heute fickt euch, Microtransaction. Habe ich komplett leicht vergessen, dass wir über Gaming mal geredet leicht haben. Leicht tendenziös, ja. Der ja, ich habe ich auch völlig vergessen. Den aber finde ich gut, stehe ich immer noch zu. Dann. Es ist spannend, wie oft man sich irgendwie eine Stunde lang mit dem Thema beschäftigt, den aufnimmt oder vorher recherchiert, aber nach 3 Jahren alles vergisst. Ja. Also ich kann mir die Ausgabe anhören und werde nichts mehr wissen, was ich davon gesagt habe. Wahrscheinlich, weißt du, das ist unfassbar spannend. Dann, auch eins der geilsten Thumbnails, finde ich. Das wirkt einfach geil. Fanatische Tragödie und dramatische Komödie. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum da der Clown dabei war, was da der Kontrast ist. Aber auf der anderen Seite war Sri Lanka, ist das richtig? Die Insel unterhalb von Indien? Kann sein. Da war auch direkt nach Christchurch ein krasses Attentat. Wir auf öffentlicher Stadt, auf öffentlichem Platz. Ah, das habe ich auch völlig vergessen. Viele Leute, ich glaube, mit einer Bombe verletzt und getötet worden. Und hier die Träne, die da Jesus Gesicht auf dem Thumbnail runterläuft, das ist Sri Lanka. Wenn ich mich gerade nicht täusche beim Namen. Aber das ist echt ein Ding an sich. Ne? Glaubst du, dass irgendwann in 200 Jahren die irgendwelche Schülerinnen die müssen das analysieren, müssen? So. Was wollten die Künstler uns damit sagen? Ja, da kann man schon, das ist schon durchdacht, würde ich sagen. Und da hast du auch eingeführt, hier diese schwarzen Ränder, ne? die so Rands markieren sollten, wenn wir ausgerastet sind. Genau, am Anfang habe ich das noch gemacht. Mittlerweile habe ich es auch ein paar Mal gemacht, wenn das Thumbnail sonst zu leer aussah. Mhm. Aber wenn ich hier so durchgucke, finde ich es gar nicht mehr so schlimm, wenn das mal leerer aussieht, wenn der Rand nicht da ist, weißt du? Mhm. Vielleicht sollte ich das mal wieder bewusster weglassen. Weniger ist mehr, meinst du? Ja. Und jetzt danach kommt Folge 16. Erich Sonnecker kommt zurück. Ich weiß nicht mehr, warum der Sonic, Der Sonic hatte diesen Sonic Film hatte und diesen genau skandalösen Trailer. Aber Erich Honecker, was war das denn? Ich weiß nicht, irgendwas, wahrscheinlich Kommunismus ist toll. Ich weiß es nicht. Ist ja keine Frage, aber das besprochen haben, das wundert mich. Impftolerant, intolerant und tellerant. Überragend. Aber das waren, wir hatten öfter mal Themen über Impfgegnerinnen. Und es war aber noch vor Corona. Das war vor Corona, vor der, da ging es um Masern, glaube ich. Hm. Und ich weiß nicht, warum Tellerrand und ich weiß nicht, warum da so ein wahrscheinlich muslimischer Mensch eine Spritze anbietet, aber ich finde den Titel gut. Wir waren schon vor der Corona-Impfung Impffans, kann man so sagen. Ja. Brennpunkt Internet 18. Die Woche des großen Abstra-Fans. Ja. Kann ich mich null erinnern. Da wurden Sachen abgestraft. Da war Herr Rodes dabei, sehe ich da in der Ecke. Und ich glaube, das könnte das mit Gronkh gewesen sein. Nee, das hieß anders. Das gab auch, Gronkh und seine komischen Leute hatten auch so einen Skandal mit Minderjährigen. Und kurz davor war auch irgendwas, wo Fans
halt einen YouTuber oder so abgestraft haben, keine Ahnung. War das nicht die Ausgabe, wo ich mich überrascht habt, wo, gut wo, möglich, wo Herr Rundes hier in dein Zimmer stand und dann reinkam mit Besteck und es fallen lassen hat? Ja, Robin, wollen wir da mal, was macht der denn hier? Das war schon witzig. So, ein kleiner Podumcast hat sich dann reingeschmuggelt. Wo ich hier frecherweise zensiert worden bin. Ja. Als, mit einem Elefant, verstehe ich nicht, aber na gut. Ja, das ist wieder so ein Herodes-Ding. So, die Wahl von Europa und Oma. Von Europa und Oma. Europa. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon auf der Straße waren, weil das ist der 19. statt der 20. Aber ich glaube, wir waren zu dieser Folge auf der Straße sein, und haben stimmt. Leute gefragt, was sie denn wählen zur Europawahl. Waren wir denn nicht auch woanders zum Aufnehmen ab dann? Oder ab, war es schon früher? Vielleicht waren wir ab da ungefähr woanders. Können wir nicht mehr hier, dann waren wir irgendwo einfach nicht mehr hier aufnehmen können. Da sind wir umgezogen in so eine, weiß ich nicht, so eine kleine unbedeutende Höhle. So, und jetzt auch, wo wir gerade von unbedeutend reden, Folge 20, Annegret Kramp, Karren in den Dreck gefahren. Ein wundervolles Wortspiel, diese Frau ist komplett irrelevant geworden. Absolut, ja. Keiner hat jeweils was wieder von der wirklich gehört. Mit Recht, Folge 21, nur Gewalt und Seehoffnungslosigkeit. Seehoffnungslosigkeit wegen Seehofer. Ach, Seehofer, stimmt. Da ist bestimmt auch wieder irgendein Attentat gewesen und irgendwas mit Seehofer, kann ich mich nicht erinnern. Gute Frage. Dann kam der nächste Hörerwunsch, der auch sehr umstritten war, wobei er gar nicht so oft gesehen worden ist, gehört worden ist. Atomkraft. Da weiß zwei Strahlmänner reden über Atomkraft, ist wichtig. Ja, und ich bin in der Folge von meiner Hardcore-Line gegen Atomkraft ein bisschen weggerückt, so 1%, weil ich dachte, okay, ich verstehe zumindest die Gegenseite, aber finde immer noch, dass Atomkraftwerke dumm sind. Und da wir noch dumm ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber hoffen wir doch mal weiterhin auf Kernfusion. Und dann hat sich das irgendwann hoffentlich erübrigt. Wir hatten da in einem Gespräch noch danach, glaube ich, mit irgendwem, der sich mit also auskannte mit grüner Energie, wo die Person meint, denk dran, das zu sagen, wo du dann gesagt hast, ja, wir haben gerade aufgenommen, zu spät. Ja, Pech gehabt. Hier, richtig gut. Girl, it's Fußball und Zeit der Morddrohungen. Da war was in Görlitz. Was war in Görlitz? Deswegen habe ich da Girl, it's Fußball geschrieben. War da die Fußball-WM? In Görlitz? Nee, da ist wieder irgendwas Rechtes passiert, glaube ich. Zeit der Morddrohungen. Das sieht man ja auch, ist das eine Drohne? Naja, Morddrohungen, weißt du? Ah, okay. Und auch hier ein rennendes Mädchen mit einem Messer und einem Sensenmann. In Görlitz wurde vielleicht jemand abgestochen oder so. Irgendwas mit einer Drohne ist passiert, keine Ahnung. Nächstes, witzefrei. Jetzt wird verbal abgestraft, mit AfD bei abgestraft. Witzefrei, weil es vielleicht sehr heiß war. Auf jeden Fall, definitiv. Aber gleichzeitig hat die AfD irgendwas, was ein Trailer, was ein Werbespot, irgendwas Komisches haben die gemacht wieder mal. Na, es gab doch auch, dachte ich, so Postings von denen von wegen AfD wählen und Regierung abstrafen oder so, wo wir dann gesagt haben, ja, wenn ihr euch selber als Strafe seht, müsst euch nicht wundern. Kann sein. Vielleicht war sowas da. Brennpunkt Hörerwunsch 5, die sozialwissenschaftliche Analyse von Memes und Dion. Die legendäre Folge. Legendäre Folge. Ja, in der du mich dazu gebracht hast, zu glauben, dass Dion eigentlich Roland heißt. Weil ich hatte noch vorhin mit irgendwem gesprochen zu Hause. Und die Person meinte, da ging es halt um Dion. Ich meinte, und dann meinte die Person zu mir, ja, heißt er echt Dion? Den Namen kenne ich gar nicht. Da habe ich gesagt, stimmt, ich frage doch einfach mal, wenn ich über ihn spreche. Robin wird ja wohl wissen, wie er eigentlich heißt. Ja. Und dann hast du mich halt dazu gebracht, dass er Roland heißt. Und ich habe es lange geglaubt, was man auch noch sehen kann, bis wann ich das geglaubt habe. Kann man sehen, ja? Weil irgendwann gibt es nämlich einen Podumcast, wo ihr mich ausgelacht habt. Okay. Und ich zufällig reingehört habe und ja. Witzig, hier haben wir jetzt Folge 25, Ariel, die Meerjungfrau, die absolute Antithese zu der letzten Ariel-Folge, wo es dann darum ging, Ariel ist schwarz, das ist schlecht. Ja. Ich weiß nicht, warum hier Ariel, die Meerjungfrau, da war da aber auch irgendwo, oder war das auch schon? Ich glaube, das war schon angeteasert, dass Ariel wohl schwarz wird. Okay, da gab es vielleicht einen ersten Trailer dazu, kann auch sein. Aber nach 3 Jahren ist es schon eine lange Zeit, ne? Theoretisch schon, aber ich wüsste nicht, was es sonst ist. Sie hat auch eine kleine Hakenkreuzbinde, die natürlich kein Hakenkreuz ist, sondern nur so ein Kreuz. Und sie macht auch so einen leichten Gruß. Das war halt schon so, dass sie beim Schwimmen so den Arm nach vorne hebt, aber ich finde es sehr gut. Auch spannend zu erkennen, dass du hier noch stehen hast, Glocke aktivieren und keinen Podcast verpassen. Stimmt. Das ist ein Fehler. Da habe ich keinen extra Thumbnail hochgeladen, das ist quasi das automatisch. Kannst du auch machen, stimmt. Ja. Was ich sagen wollte, aus heutiger Sicht würde ich halt hinter Ariel noch so Wasser-Pattern irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob es geiler ist,
einfach ohne. Vielleicht soll ich es mal wieder ein bisschen schreiben. Schreibt mal in die Kommentare, liebe Leute, ob ihr lieber Thumbnails wollt, die einfach aussehen und auf den Punkt, oder ob ihr die ausgeschmückten aktuellen mehr mögt. Und falls jemand wirklich gerade alle Thumbnails mitgehen sollte, ja, so nebenbei ein bisschen beim Hören, könnt ihr ja gerne sagen, welches euch am besten gefällt. Brennpunkt 26. Area 51 Shades of Graveyard. Also ich weiß absolut nicht mehr, um was es ging, außer natürlich der Sturm auf die Area. Stimmt, 51. Völlig vergessen. Aber völlig geiles vergessen. Event gewesen. Hat auch viele Aufrufe, ne? Doppelt so viele wie die Folge in der Vorwoche. Julians Comeback, stimmt. Es gab auch dann diese Corona-Cypher von Julian. Monkey Jones, aber ich weiß nicht, warum das Shades of Graveyard heißt. Da muss halt wieder irgendwie jemand gestorben sein oder so. Aber keine geiles Ahnung. Wortspiel, bin ich sicher. So, Kindergarten, nee, warte, was? Unser beruflicher Werdegang, Lel, Hörerwunsch. Ja. So. Kindergarten, die Partei, Galileo, Theater und so weiter. Ja, das ist alles deins. Ich habe nur Kindergarten zu bieten. Nee, ich war ja noch in der Jugendherberge und so, aber... Das war eine schöne Ausgabe. Ja. Da haben wir auch so über... Haben wir auch über uns beide gesprochen, Nina? Nee, doch, kam schon. Später, dachte ich. Doch, klar. Ja. Die Partei... Ist doch deins Theater. Nee, aber ich dachte, dass wir auch mal eine Folge hatten, wo es dann um die Geschichte von Nosferatu ging. Ach, dann auch so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Das kann kam sein, später ja. Vielleicht. Ach, das ist direkt da, der nächste. Die Geschichte von Nosferatu TV. Genau. True. Hörerwunsch 7. Aber jetzt kommt das Thumbnail, was ursprünglich gesperrt wurde. Und das ist die Folge mit Herodes. Da waren wir definitiv an diesem Ort, von dem du gesprochen hast, zum Aufnehmen. Und sie heißt Minderbemittelte beefen wegen Minderjährigen. Und darauf ist halt sind Personen beim Oralverkehr zu sehen. Ja. Inzwischen zensiert. Und du hast dazu geschrieben, niemand hatte die Absicht, ein Jungfernhäutchen einzureißen. Außer uns. Und ich habe jetzt immer wieder Gronkh gesagt, aber natürlich war nicht Gronkh derjenige, der da irgendwie schändlicher Tat nachgegangen ist, sondern einer aus seiner Family oder so, die hieß irgendwie so. Die Familie. Ach so, seine Mitstreamerin. Ja, das waren so irgendwie 5, 6 Leute. Und einer von denen, ich habe den Namen auch schon vergessen, der war halt kritisch. Irgendwas steht da auch noch in klein unten. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Aber keiner wurde weggebumst. Ah ja, genau. Also es gab wohl Nachrichten mit Minderjährigen oder sowas. Sehr explizite, aber keiner wurde weggebumst. Wenigstens was. So, dann Brennpunkt Hörerwunsch, Veganismus. Ist das wirklich so gut? Ja, ist auch ein sehr, sehr, wie sagt man, so Titel, weißt ja, du? Einer, Titel. Der so anregt, also ja. So typisch, wie halt Podcasts so heißen. Der eigentliche Titel der Folge ist ja einen alternativen Ernährungsweg mit V. Fake. An irgendwas, ich kann es nicht lesen, das ist anschauen die Zeit im Weg. Anschauen oder so, keine Ahnung. So, dann... Boris Johnson war auf dem Radar. Boris schon ein bisschen dumm. Boris schon so ein bisschen. Oh Gott, ja, das ist viele Ebenen drin. Ja. Boris schon so ein bisschen dumm. Ja, es ist der Wahnsinn. Wir haben echt so Figuren im Podcast, die immer wieder auftauchen. Ja, Trump, Boris Johnson und ich glaube, Boris Johnson taucht erstmal nicht mehr auf. Nee, erstmal nicht. Aber auch geiles Thumbnail, muss ich sagen. Da ist die UK-Flagge auch mal wieder blau verwendet. Stimmt. Wirkt aber gut. So. Beziehungsweise ist das Trump? Das sieht eher aus wie Trump, oder? Aber sie haben ja auch eine ähnliche Frisur. Ja. So, Hörerwunsch 7 wurde irgendwie hochgeladen nach Hörerwunsch 8. Auch gut. Warum auch immer. Scheinbar waren wir dumm. Die Geschichte von Nosferatu TV hat man schon gesagt. Genau. Dann wieder ein böser Zug gezogener. Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. 29. Folge. Keine Ahnung. Mit zwei Friedenstauben. Irgendwas Schlimmes in einem Zug passiert. Ah, doch, ich erinnere mich ganz dunkel, da war was. Da war was in einem Zug, dass da irgendwie, ja, wieder irgendwer verprügelt oder gestochen. Ach doch, oder? Es gab einen Machetenangriff, glaube ich. Machete, ja, und ja. Irgend so ein Bundeswehrsoldat, der drin saß, hat ihn irgendwie aufgehalten. Ja. Ja, doch, das kann sein. Zuggezogener. Hammer. Und er war als halt ein Muslime oder Islamist war. Ja. Dann gab es den Brennpunkt Hörerwunsch zum Thema Schweiz. Warum ist die Schweiz so scheiße? Die große Warum ist Schweiz so scheiße Ausgabe wahrscheinlich. Show wahrscheinlich. Großartige Hat Folge. Hat viele Sympathien eingebracht. Hat 1600 Aufrufe. Also 1200 mehr als die Folge davor. Warum ist die Schweiz so scheiße? So, ihren Hund haut sie nicht ungestraft. Das war eine YouTuberin, Influencerin, die mit Nachnamen Haut hieß oder Haut, keine Ahnung.
und hat dafür sehr, sehr viele Dislikes wahrscheinlich bekommen, so lässt es das Thumbnail vermuten. Mit Recht, aber auch bei Twitter sind ja auch viele Twitter-Vögel zu sehen. Gut, unsere verjährten Straftaten, die große, warum... Hä? Da ist das dumm, da steht, da unten steht noch die große, warum ist die Schweiz so scheiße Show? Da habe ich verkackt. Jetzt fallen uns die ganzen Fehler auf. Eieiei, aber das ist eine sehr gute Folge, Hörerwunsch 10, unsere verjährten Straftaten, nicht reinhören. Die Folge 31, Sexring fällt Epstein vom Herzen. Einem Sexring fällt ein Epstein vom Herzen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das war das große Ding. Da ist jemand am Galgen. Wahrscheinlich war das die Folge, wo Epstein dann auch schon gestorben ist und nicht eingebuchtet wurde. Großartig. Auch wieder viele Hörerzahlen. Fast 2000. 1800 Folge? Na, wegen Sexring wahrscheinlich wieder. Stimmt. Alter, ist ja auch schon, guck mal, da ist so eine Halbnackte, die so ein Kind so antippt. Das ist schon auch ein bisschen... Grenzwertig. Und dann... Also war das zu Halloween? Ja, stimmt, das war kalt. Ich erinnere mich, dass wir danach noch irgendwie am Wielandplatz waren, als der noch nicht voll mit Assis war. Und da war es kalt und da habe ich nämlich mit Kalle auch nochmal über Epstein geredet. Aber echt Halloween? Ich glaube schon, das sieht so aus, oder? Weil wir sind doch noch im Corona-Jahr. Wir hatten noch keine Corona-Ausgaben bis jetzt. Aber, ja, 31 Folgen? Kommt nicht ganz hin. Weiß ich nicht. Vielleicht soll es einfach ein böses Gesicht sein. So. Ja, 2019 sind wir, oder? In dem Jahr. Wir sind in 2019. Ah, da kommt Corona ja erst noch. Da kann es sein, dass es Halloween war. Aber dann 31 Wochen ist halt noch nicht Halloween, oder? Außer wir haben nicht jede Woche eine Folge gemacht. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Naja. Buschfunk. Hot Dingles in your area. Dingles ist irgendwas... ein gutes Wortspiel auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein erster großer Brand in... Weiß ich gar nicht, war es Australien oder war es, ich glaube es war Australien, oder? Und die Gamescom ist zu sehen, also der Schriftzug davon. Ach du Scheiße, meine Mutter schreibt jetzt, sie ist 14 Uhr. Ist die wahnsinnig? Das schaffe ich nicht, das geht nicht. Müssen wir uns beeilen, los geht's. Nee, das können wir nicht machen. Also, du kannst auch einladen, dass er deine Mama mitmacht. Nee, ich würde mich ja mit ihr treffen, wenn dann, aber das wird nichts, glaube ich. Ich pausiere das an dieser Stelle kurz, den Brennpunkt. So, ist geklärt. Hammer. Hot Dingles. Ich wollte eigentlich gerade googeln, was Dingles sind. Hätte ich in der Zeit pausiert auch machen können. Hot Dingles, nee, keine Ahnung. Dingles heißt halt irgendwas, ist irgendwas ein Teil von einem Baum oder es ist ein Baum oder so. Ich glaube, ein Dingles ist eine Fichte oder sowas. Dingle, Deutsch. Was ist ein... Ich kenne nur Pringles. Das ist ein ganz großes Wortspiel. Die Waldschlucht. Aha. Und Hot Dingles in your area ist nämlich ein gutes Wortspiel. Da ging es wahrscheinlich auch um andere. Egal. So, Hot Dingles, weißt du, hot, heiße Waldschluchten, weil es brennt. Das ist der Wahnsinn. Schon krass. Du Assi. So, Brennpunkt Internet 33. Wow, die Welt spielt verrückt. Ich weiß nicht, was da los war. Wahrscheinlich WoW irgendwie. WoW, ne? Classic. Ich glaube, das sagt dir nichts. Sie haben halt das ursprüngliche WoW quasi nochmal quasi irgendwie rausgebracht, ohne Patches, ohne alles. Und das war ein krasser Hype. Jetzt kommen auch die schwierigen Folgen von 33 bis 45. Da kommen schwierige Folgen? Von 33 bis 44. Ach so. Das sind die schwierigen Folgen, muss man aufpassen. Noch ein Hörerwunsch, Manipulation durch Medien, uiuiui. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Aber ist ein geiles Thema, muss ich sagen. Guckt euch den Hörerwunsch an. Oh ja, der nächste, da freue ich mich schon drauf. CS-Judenverfolgung in Sachsen. Also nicht wegen der Judenverfolgung, sondern eher wegen dem CSU-Ding. Das war doch dieser übelst peinliche... CSU, ja, von diesem Jungspund moderiert, der total hip ist und cool. Der sich vorhin noch die Haare blond gefärbt hat, so in Hoffnung, so ein Gegenpol zu Rezo zu sein. Echt, da müssten doch so diese alten CDU-Leute da gesessen haben so und gucken sich YouTube an, sehen Rezo... Und die haben den einfach kopiert, so. Ja. Versucht zu kopieren. Und warum Judenverfolgung? War da nochmal ein Event in Sachsen oder war das nur die Ergebnisse der Europawahl oder sowas? Oder irgendeine andere? Das können auch Wahlen gewesen sein, aber ich habe keine Ahnung. Das sind definitiv Wahlen, weil da steckt jemand so ein halbes Hakenkreuz in so eine Wahlurne rein. Wahrscheinlich war es die Sachsenwahl, ja, das kann sein. Kritisches Thumbnail, aber gut. Brennpunkt Hörerwunsch, Weltuntergang, in Klammern durch Gendern und Unterhaltungsmedien. Verstehe ich nicht so ganz. Atlantis, Weltuntergang. Ich glaube, das waren einfach mehrere Themen zusammen. Ah, also Atlantis. Weltuntergang und Gendern und Unterhaltungsmedien. Und Atlantis. Naja, Atlantis ist, glaube ich, ja, also Atlantis ist ja quasi schon mal untergegangen. Achso, da würde jemand quasi für einen Preis drei Themen haben. Aber hat sich für ganz clever gehalten. Könnte auch mal, da redet man nur 10 Minuten über jeweils ein kurzes Thema, ist auch voll okay. No. Brennpunkt 35, endlich volljährig. Die Woche war eine 9-11. 9 von 11. 18 Jahre 9-11 war das. Mhm.
Und sonst ist scheinbar nicht so viel passiert. Ich sehe noch die Hand von Death Stranding von dem Spiel. Ansonsten weiß ich nicht, scheint nichts groß passiert zu sein, wenn wir ein Jubiläum feiern von 9/11. So, 36. Grölemeier droht auf Area Großdeutsches Reich. Area Großdeutsches Reich, ich verstehe es nicht. Thront auf. Aber da ist auch wieder irgendwie eine Drohne hier in der Mitte zu sehen, die ich nicht erklären kann. Und also Grönemeyer hat halt irgendwas gesagt. Der hat irgendwie so eine Ansage auf seinem Konzert gemacht. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Aber Area Großdeutsches Reich, ich verstehe nicht mal, was da ein Wortspiel sein soll. Und Naruto auch als Thumbnail verstehe ich überhaupt nicht mehr. Ganz komisch. Da wieder ein Podumcast. Der geht, Fun Fact, das ist der Podumcast, der immer im Autoplay ist, wenn ich eine neue Folge hochlade, weil ich habe, also ich bin bei Brennpunkt Internet in einem anderen Browser angemeldet und gehe dann da immer hin. Und das ist quasi so die, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber das ist die Seite, die halt immer offen ist. Ah, okay. So, dass, also das Lesezeichen sozusagen, wenn ich auf YouTube will. Und ich habe den quasi jetzt so die letzten Monate Stück für Stück immer weiter gehört. Und er ist echt gut. Also hört euch den Podumcast Folge, weiß ich nicht was an. Kann man nicht mehr lesen. Ja. Warte, wenn progressive Theaterhipster. Ja, 17. Folge 17 bis 47, damit wir weiter sind als der Brennpunkt. Ja, super. So, dann Brennpunkt Internet 37, Regierungsleiter der Apokalypse. Wahnsinn. Auch keine Ahnung. Wegen Reiter der Apokalypse, da geht es um The Last of Us 2 vermutlich. Das wurde da wahrscheinlich angekündigt. Ein Horrorwunsch Nummer 13, Leben nach dem Tod. Und Angst vorm Tod. Auch, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir sowas auch thematisiert haben. Völlig vergessen. Gutes Thema. Also jetzt, wo ich sehe, ja, kommt was hoch. Ja. Aber doch war eine coole Ausgabe bestimmt. Auch geiles Wortspiel. Guck mal, 38. So dumm und Gomorra. Also so dumm statt so dumm. Ja, ja. Und von unseren Kommentaren bis ins Weiße Haus haben wir da auch schon, das war ja kein Special, aber Kommentare beantwortet scheinbar. Keine das kann Ahnung. Sein. Und auch Briefe vorgelesen, wir hatten ja auch mal Fanpost. True, ja. Darf man nicht vergessen. Brennpunkt Hörerwunsch, Schicksal oder wie frei sind wir wirklich? Na, wir haben richtig tiefe Themen damals besprochen. Wir sind richtig in Dadaismus abgedriftet. Oh, das weiß ich echt gar nicht mehr, die Ausgabe. So. 39, einer für keinen und alle für Halle. Ah. Ah, das war das Halle-Attentat. Das Halle-Attentat. Das ist relativ human hier mit dem Thumbnail. Also es sind einfach nur die drei Musketiere, die da die Schwerter kreuzen. Aber es ist ja auch vereint, ne? Irgendwie alle sind den einen für die jüdische Gemeinschaft. Ich meine nur, da sieht man diesmal keinen, der irgendwie eine Waffe jemanden an den Kopf hält oder sowas. Ja, stimmt. So. Mal nicht pietätlos. Ein sehr gutes Special, Folge 40, Weimar's Village People, YMCM. Ich glaube, das war der einzige, den ich vorgeschlagen habe. Echt? Ich glaube, das war der einzige Titel vom... Ach so, Punkt. Titel, ich dachte den Gast. Das nee, auf keinen Fall, also MCM, hätte mich gewundert. Den hast du angeschleppt, aber es war eine lustige Ausgabe. Es war gut, klar. Ich habe MCM dazu bekommen, nach der Ausgabe Parteifan zu werden, also... Es ist echt einfach, ihn zu beeinflussen, muss man schon sagen. Wenn du gerade zuhörst, lieber MCM, pass ein bisschen auf. Ich habe es geschafft, innerhalb von einer halben Stunde dich zum Parteifan zu machen. Ist nicht so eine gute Idee. Mir fällt gerade auf, dass du fast gar keine Mützen mehr trägst, oder? Also solche. Du hast, oder vielleicht ist es auch, weil kalt ist? Nee, ich war ein Kappenträger lange Zeit. Bin ich lange nicht mehr, das stimmt. Hörerwunsch 15, deutsche Musik von Onkels bis Trailer Park. Das war cool. Die Onkels dürfen da nicht fehlen. Das war cool, ja, das weiß ich auch noch. Ist schon eine gute Folge, ja. Würde ich gerne ein, wie sagt man, Revival machen, weil ich jetzt noch viel mehr deutsche Musik höre. Ich bin gerade voll Fan von der Klaus-Renft-Kombo geworden. Mhm. Eine sehr progressive DDR-Band, also echt cool. Folge 41, Stadt-Landtagswahl. Hammer. Ja. Es ist der Wahnsinn. Revolution, Stadt-Landtagswahl. Da gab es offensichtlich eine Landtagswahl, wahrscheinlich in Thüringen, ne? Waren wir da auch wieder auf der Straße? Ich weiß es nicht, aber ich denke eher nicht. Na, das so könnte ja auch jetzt schon die 2020. Die kritische. War das die kritische mit hier Kemmerich? Nee, das ist 19 noch. Immer noch 19? Ziemlich sicher. Okay. Naja gut, hier doppelter Absturz. Jo, Lolli, Maxi, nicht alt, Meier. Das war das große Jo-Olli-Ding. Hätte ich eigentlich gedacht, wäre viel früher gewesen. Was hat er gemacht nochmal? Der hat kleine Kinder in seinen Van geholt, literally. Ah, okay. Also nicht, also ich weiß nicht, ob man
von Vergewaltigung sprechen kann, aber also die waren, glaube ich, schon im Alter, wo sie konsenten können, aber war halt trotzdem alles ein bisschen kritisch. Und der hatte GV mit denen? Der hatte GV mit denen. Der hatte halt wirklich einen Van. Also es war so richtig, richtig klischee-mäßig. Jo, Olli, mal googeln. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Ich glaube, es waren Männlein und Weiblein und da kamen halt so ein paar Storys raus. Ich kenne ihn gar nicht mehr, Jo, Olli. Ach, der war das, okay. Kritisch. Brennpunkt Hörerwunsch 16. Chile schielt nach China und Schiller. Ich weiß nicht, ob das wirklich... China, Chile, Schiller. Chile und Schiller. Hat das wirklich jemand so vorgeschlagen? Das ist ja der Wahnsinn. Keine Ahnung. Habe ich völlig vergessen. 43. Quid pro quo, Griff ins Klo, Bulli. Da geht's, glaube ich, da kommt auch wieder hier die Death Stranding Hand. Und ich glaube, es geht da um den Beitrag von Böhmermann über Klobuli. Stimmt, der war super. Und ja, da hat das Impeachment von Trump angefangen. Der Nazi-Notstand, ApoRed-Löschung, ja. Ja, und da habe ich nämlich angefangen, Death Stranding zu spielen, während ich alles verfolgt habe vom... Also Quid pro Quo ist quasi so das Schlagwort vom Impeachment gewesen, weil er gesagt hat, mach das für mich, dann kriegst du das für mich. Mhm. Und das ist dann halt kritisch gewesen. So, Brennpunkt Hörerwunsch 17, luzides Träumen. Albträume und Schlafparalyse. Ja, das war cool. Das war da auch so ein bisschen ja mein gut Thema. Betroffen, so ein bisschen. Ja, ja, genau. Hatte ich lange nicht mehr, also seitdem auch nicht mehr. Ich hatte in meinem Leben so 4 oder 5 Schlafparalysen. Hat aufgehört. Schlafprobleme habe ich immer noch sehr starke so. Ich könnte also auch weiter berichten. Aber so das Paralyse-Ding ist für mich jetzt geklärt so. Geiles Thumbnail, finde ich. Mit Freddy Krüger. Ja, dann haben wir hier Folge, reguläre Folge 44. Filmdreh, Spieß, das ist so nicht okay, Boomer. Hier habe ich dann übrigens angefangen, den Titel nur noch im Thumbnail zu lassen und die Themen unten. Genau, ja, weil die gut. Themen sind natürlich für Leute interessanter zu lesen, wenn sie sich entscheiden, höre ich mir das an oder da nicht. Da ging es um den Hashtag Okay Boomer, da haben sich halt die älteren Menschen diskriminiert gefühlt, die armen Leute. Ja. Dann der Döner-Skandal, weiß ich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Und Julian Bam spricht Sonic. Was irgendwie okay war, aber auch nicht geil. Ja, aber also der ist halt nicht gut, nee, muss man sagen. 45. Das Trumps Enthebungsverfahren. So, da ging es dann richtig los. Genau. Trumps Impeachment, mein Passionsthema. 46. TikTok, wer ist da? Genozid, lol. Ja. TikTok gegen China, Joali-Prozess. Das ist richtig gut, Alter. TikTok, wer ist da? Genozid, lol. Da ging es ganz groß, glaube ich, um TikTok im Sinne von Enabling von China, weil die Regierung enger zusammen ist mit ihren Firmen, als das in anderen Ländern der Fall ist. Dann hat auch Trump sogar TikTok verboten in den USA, ne? Ich glaube, er wollte, aber hat nicht durchgesetzt. Oh, das Thema. Trumps NATO-Erfahrung und Miguel Pablo. Wo ich gecallt habe, dass Miguel Pablo nicht schwul ist. Es wirkte so unauthentisch und hat mein Gaydar funktioniert, was nicht immer der Fall ist. Großes Ding. Also Miguel Pablo, kleiner PR-Stunt. Brennpunkt Hörerwunsch 18, Eigentum, Geld und Kapitalismus. Geil. Ja, stimmt. Geil. Kann ich mir noch so ein bisschen entsinnen, was wir da besprochen haben. Das nächste, Folge 48, finde ich auch richtig geil. Make America Greta Again. Zusammen mit dem Thumbnail finde ich einfach überragend. Pippi Langstrumpf. Es ist so schlicht. Ja, es ist Pippi Langstrumpf, aber wegen den Zöpfen halt, ne? Greta. Montana Black gegen Behind. Gab es da einen Beef? Da gab es einen Beef. Da war Behind noch bei den Lester-Schwestern. Trump versus Greta und YouTube is over. Das weiß ich nicht mehr, was da wieder mit YouTube scheiße war. Hat sich nicht bewahrheitet. Nee, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber Trump versus Greta war auf jeden Fall auch eine richtig gute Episode. Auch hier, beim Podumcast wurde diese 17 bis 46 nicht eingehalten. Ja. Es fängt wieder bei Folge 18 an. Ja. Podcast Away, der verschollene Podcast. War richtig gut. Der ist viel früher aufgenommen, als er hochgeladen wurde. Dars war's. Es ist aus. Tralien mit 2019. So, das war's nämlich. Da war das Jahr zu Ende und offenbar gab es eine Dart-Weltmeisterschaft oder sowas in der Art. Irgendwas mit Star Wars, kam wahrscheinlich ein neuer Film raus und in Australien hat's wieder gebrannt. Deswegen die ganzen Feuersachen. Wahrscheinlich. Es ist Australien. Und hier wird's ungratschös. Hier wird's richtig ungratschös. Hardcore, wie singen, Angriff auf Omas und Opas. Nee, Omas und Iran. Da hatten wir den Stargast Daniel Kratsch vom Stadtrat für die SPD zu Gast. Ja, ein sehr schönes Special. Ja. 51. Das World war doch nichts. Mhm.
Wie sind wir da schon wieder an einem Weltkrieg vorbei? Ach, wegen Iran. Das war das, wo Trump eine Rakete auf diesen iranischen General geschossen hat. Mm-hmm. Und dann so hieß, holy shit, das kannst du nicht einfach machen. Und dann, das war doch nichts. Also wir sind am Weltkrieg vorbeigeschrammt, gibt doch keinen. Stimmt, das war richtig beschissen. Stimmt. Dann 52. Minderjährige braucht Sex und Obergärige kann ich leider nicht lesen. Auf Ex? Ja, auf Ex wahrscheinlich. Obergäriger auf Ex. Weimar Fantreffen, Eskalation. Das war doch, als hier MCM Fantreffen hatte mit... Das war nicht MCMs Fantreffen, nee. Das war Kummerkarstens Fantreffen. Ah ja, gut, Kummerkarsten, MCM war dabei und dann wurde irgendwie Alkohol der Minderjährige ausgeschenkt oder so. Ja. Und stimmt, das war auch ein toller Tag. jetzt wurde ich bestätigt, Miguel Fake Outing. Ja, nie gay Pablo und das gerichtlich ungerecht. Ich weiß nicht, Senatgericht gegen Trump, wahrscheinlich deswegen. Anti-Anschlag auf Höcke. Ah, das war noch von der Buchmesse, als Sonneborn diesen Akten sich als Stauffenberg verkleidet hat und mit so einem Aktenkoffer da hingelaufen ist, aber nicht durchkam. Anti-Anschlag auf Höcke. Das war sehr witzig. Ja. Oh, hier ist es, bei 54. Jetzt geht's Anfang los, Leute. 2020 ist es. Coronavirus-Panik hast du noch geschrieben. Wahrscheinlich doch so, ja, komm, ups. Panikmache. Naja, aber also, das kann ja auch echt sein. Also, ist ja, also halt's Maul. Ja. Wir hatten alle das unterschätzt. Ja, wir waren einfach alle ein bisschen Ich will sagen, es gab Ausgaben, wo ich echt besorgt war, dass wir Lockdowns erleben werden. Ja, du warst bei deinem Arzt und so. Ich weiß, aber Herodes ist diesem Irrtum auch anheimgefallen. Wenn du halt jahrelang von Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS und wie es alles heißt, ja, das desensibilisiert sich halt ein bisschen. Ich hatte noch einen Tag davor Sonneborn irgendwie ein Posting gelesen, wo wir auch geschrieben haben und er auch meinte, also jetzt gibt es ja schon Lockdowns in China, die werden bei uns auch kommen die nächsten Wochen. Und da dachte ich, er hat recht, verdammt nochmal. Und ja, deswegen kam ich eben darauf. Und Kobe Bryant ist gestorben. 1, 2, 3, 4, 5 Wochen drin, aber, oder 6 Wochen maximal. Also das ist Mitte Februar. Das ist halt wirklich noch sehr früh, muss man dazu sagen. Wir sind ja dann schon auch, wir haben dann schon auch irgendwann verstanden, okay, Corona ist was anderes als jetzt Vogelgrippe oder so. Ja. Aber Mitte Februar hat hier wirklich noch keiner da ernsthaft, glaube ich, drüber gesprochen, oder? Helikobi Bryant und China gehen viral. Das ist schon auch ein guter. Der war super, ja, da ist er echt leider verstorben. Und ich weiß noch, dass nach dem Thumbnail ist mir einer entfolgt bei Instagram, den ich eigentlich echt toll finde, den ich mochte, aufgrund dieses Thumbnails. Echt jetzt? Ja. Ich hab dann gefragt, er aber meinte, guck mal, der Helikopter hat ein Coronavirus oben als Rotorblätter. Ja, aber er meint, das ist nicht witzig. Oh shit, das tut mir leid, Tino. Also liebe Grüße an Max. So, Brennpunkt Hörerwunsch 19, das Hamsterrad und Alltagstrott. Ich bin mir nicht sicher, zwei Affen geben Rat über das Hamsterrad, witzig. Ja, da ging es also um unser Leben, ne, wie man irgendwie aus dem Alltagstrott rauskommt und so weiter. Aber pass auf, das ist nämlich von Barilla Pesto gewünscht worden und aufgrund dieses Hörerwunschs hat er sich dann entschieden, das Leben zu eine neue Ausbildung zu machen. Oh. Und die hat er mittlerweile abgeschlossen. Also dieser Hörerwunsch hat ein Leben verändert. Wir sollten gefördert werden vom Land, finde ich. Vom, ja, auf jeden wie heißt Fall. Das, dieses Ministerium? Ich habe gerade eine Wortfindung. Für dunkle Künste. Genau. Brennpunkt Hörer, Internet 55. Ah, da war's. Was geht vor, in Klammern Wahl, im stillen Kämmerlein? Der große Kämmerich-Skandal hier in Thüringen. Kontroverse um die FDP in Thüringen. Das war der Tag, als die AfD so ein bisschen den Landtag ausgetrickst hat und sie haben es geschafft, Ramelow abzuwählen für ein paar Minuten oder für ein paar Tage zumindest und haben halt FDP-Kämmerich, die mit Ach und Krach mit 5% gerade so in den Landtag gewählt worden sind, haben ihn zum Ministerpräsidenten gemacht. Und dann hat ihm die, wie hieß sie denn, von der Linkspartei, die Blonde, hat Kämmerich einen Blumenstrauß für die Füße geworfen, was so ein bisschen dann zum Symbol wurde der ganzen Geschichte. Das war echt ein Riesending, Alter. Es war echt so, dass auch Franz irgendwie nachts reinkam, ich noch im Stream war, er so nur so rein, ey, hast du es mit Kämmerich mitbekommen? Auf einmal 2 Stunden Diskussion entbrannt, so. Das war richtig krass. Ich war, glaube ich, krank an dem Tag zu Hause, als es passiert war und hab das dann im Livestream verfolgt, so auf, weiß nicht, Instagram irgendwo, dachte, ah, da sind die bescheuert. Dumm.
Hier haben wir Folge 56, private Einblicke und öffentliche Ausblicke. Ist in dieser Woche gar nichts passiert? Oder das ist ja kein Special. Nee. Da haben wir scheinbar über uns geredet und über die Zukunft am Anfang von Corona. Muss ja auch mal sein. 57, Hanau-Anschlag. Der Shisha-Bar-Start von Hanau. Ja, das war auch eklig. Das stimmt. War richtig harte. Da hat dann die Bild-Zeitung noch so Sprachnachrichten irgendwie veröffentlicht von Leuten, deren Onkel gestorben sind, die dann so geweint haben, ja, mein Onkel wurde gerade erschossen und so. Ich sehe gerade, das sind einfach fast amerikanische Verhältnisse. Alle 10 Folgen ist hier irgendwie so ein Anschlag. Ja, ist echt so. Hier, nächstes. Volksmassen haben Angst vor Toyota Corona. Witzig. Hier hast du Volksmasen geschrieben. Ja, Volksmasen ist ja auch richtig. Ah, aber Volksmassen, okay, das war die Amokfahrt. Okay. Ist das Wortspiel. Die Amokfahrt. Flat Earther Suizid. Ah, das war doch das Lustige, als der beweisen wollte, dass die Erde flach ist, sich eine Rakete baute und hochgeflogen ist, dann dabei gestorben ist. Großartig. Tino liebt es, wenn Menschen sterben. Nicht immer gemein. Nee, aber das ist schon sehr ironisch gewesen, ja. So, die Politiken doch nicht richtig, Folge 59. Joko und Klaas Fakes. Ja, das war eine schwarze Woche für mich. Griechenland Flüchtlingsgrenze. Warte mal, ist das nicht älter, dieses, wie hieß es, das Flüchtlingslager Griechenland? Ich dachte, das ist viel älter. Moria? Nee, Moria, oder? Doch. Und Joko und Klaas sind aufgeflogen, dass sie halt einen Großteil ihrer Beiträge bei Halligalli und so gefaked haben, also gestellt haben. Richtig wack shit, Alter. Das war richtig wack. Aber auch bei ihren Reaktionen finde ich manchmal, ist es ein bisschen übertrieben immer gewesen. Und war das das, als sie im Stadtrat waren, wo Daniel Kratsch für dich Lobbyarbeit betrieben hat? Kann gut sein, ja. Für die mehr Skateflächen in Weimar? Hörerwunsch 20, Euthanasie, passive und aktive Sterbehilfe, auch ein echt krasses, ernstes Thema. Ja, sehr, sehr deep auf jeden Fall. Oh, und hier, Folge 60, das Videospezial über Kranke und Wilde bestens im Bilde. Excels Vergewaltigung in Anführungsstrichen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und Löschung, aber dann wohl auch gelöscht bei irgendwo Twitch bestimmt. Corona und Joe Biden. Und da sieht man auch in den Thumbnails, da haben wir quasi uns gefilmt, es war ein Videopodcast. Und ich halte irgendwas in die Kamera. Ja, Product Placement, ganz klar. TikTok. Aber ich weiß, dass wir da unten in dem Ranz-Studio sind. Ja, in diesem komischen Gebäude, das ich mich nicht mehr erinnern kann. Ja. Hörerwunsch 21, Julian Assange, vor 2 Jahren und noch immer nicht so wirklich durch das Ding. Eieiei, Brennpunkt Internet 61, die Erde ist eine Scheiße. Ja. Alles, was gerade auf der Welt passiert, außer Corona. Da haben wir uns mal bewusst gegen Corona entschieden als Thema, weil das war da schon sehr groß, aber noch nicht übelst krass. Und ich würde gerne wissen, wann der Lockdown kam. Ich denke sogar, dass der Lockdown müsste da schon, der kann hier noch nicht gewesen sein beim Video-Special, ne? Nee, aber ich dachte kurz darauf, es war nicht viel später. Möglich, dass wir deswegen halt uns entschieden haben, alles außer Corona zu thematisieren. Möglich. Wenn es schon so ein omnipräsentes Thema da war. Dann 62, die Ärzte retten uns das halbe Leben. Ja, das war auf jeden Fall schon der Lockdown, denn das war als der Song für, wie hieß denn das? Ah ja, das ist ein Song für jetzt. Ein Song für jetzt rauskam von die Ärzte. Und da war ich gerade bei meiner damaligen Partnerin in die Wohnung gezogen, vorübergehend, wir halt wegen des Lockdowns uns halt sehen wollten. Und da war ich gerade auf Toilette, da hast du mir den Link geschickt zu dem Song. Nice. Ja, das war echt cool. Ja, und gleichzeitig noch Half-Life Alyx. Ich weiß nicht, ob es rauskam oder angekündigt wurde. Ein sehr geiles VR-Spiel, was ich auch dann gechatsplayed habe. 63, eine Millionly-Fans-Accounting-Doku. Ich habe keine Ahnung. Habe ich Accounting falsch geschrieben? Ich weiß doch, dass iDubbbz seine Freundin OnlyFans macht. Ja. Und er deswegen angefeindet worden ist, warum er seine Freundin nicht im Griff hat. Was halt dumm ist, auf jeden Fall. Na klar. WHO leckt Chinas Eier. Eieiei, ich weiß nicht, ob ich da mal wieder reinhören müsste, ob das vielleicht doch auch kritisch noch war. Schlecht gealtert. Weiß ich nicht. Und Miguel's Outing, die Doku. Ja, als ich so, ja. Ich weiß nicht, warum Accounting, ob das ein Wortspiel sein soll, was ich nicht verstehe, oder ob ich Accounting einfach falsch geschrieben habe. Und gab es entweder 1 Million OnlyFans-Abonnenten für die Freunde von iDubbbz oder 1 Million erste Fälle für 1 Million Corona. Fälle Corona, ja, was eigentlich aus heutiger Sicht lächerlich wenig ist. Aber es war damals ein krasser Meilenstein. Hörerwunsch 21, Lebensmittelverschwendung, wichtiges Thema. Und soll ja zumindest jetzt so ganz, ganz schrittweise besser werden mit wie heißt es, wenn man Essen aus dem Mülleimer nimmt? Containern, genau.
64. Tentakelspektakel und Queenscreen. Also Queen, quasi wie die Königin. Queenscreen. Also irgendwas hat die Königin krasses gemacht. Dann gab's Queen hat eine Rede gehalten. Octopus ASMR. Alter, das war widerlich. Da hat die halt einen Oktopus gegessen. Ah, stimmt. Oh, und dabei so richtig widerlich ins Mikrofon geschmatzt, Alter. Warum Queen Screen? Also warum Screen, weiß ich gerade nicht. Aber schönes Thumbnail. Ein Remake von was? Final Fantasy VII Remake. Okay. Das ist auch da im Thumbnail zu sehen. Okay, keine Ahnung. Gut, 65. How to be a dick, in Klammern Tater. Hashtag Schulboykott. Gurkensohn-Comeback. YouTuber tot. Dumme Diktaturen. Als gäbe es schlaue Diktaturen, also mal ganz ehrlich. Ja, aber ich weiß nicht genau, um wen ging es da. Wahrscheinlich nicht irgendwie so ein Trump-Ding. Das ist schon... Da gab es wahrscheinlich 3-4 Länder, die irgendein Problem gerade wieder hatten. Dein YouTuber tot, weiß ich auch nicht mehr. Nee, kein Plan. Vielleicht es gab doch mal diesen, der an Krebs gestorben war, dachte ich, so einen jungen YouTuber. Maybe. Dann jetzt Folge 66. Verschwörungstheorie. Maskenpflicht, Rezo zerstört, 5G und Verschwörungstheorien. Da ging's los, Alter. Ja, das war der Start für alles. Und ich glaube, dass Jena, unsere Nachbarstadt, die erste Stadt mit Maskenpflicht war. Ja. Das weiß ich noch. Hast du damals auch im Podcast erwähnt. Und tatsächlich war es auch so, dass ich bereits, als Corona aufkam in China und es die ersten Fälle in Europa gab, habe ich eine Person mit Maske, mit so einer richtigen FFP, weiß nicht, 5-Maske gesehen, ja. So. Gasmaske. Mit so einem Ventil in einer Bahn. Und ich dachte, da betreibt man nicht. Und heute denke ich mir, Alter, warst du schlau. Aber egal. Ja, hatten wir nicht auch jemanden, der aus China irgendwie berichtet hatte? Ich weiß gar nicht, ob es wegen Corona war oder wegen Uiguren. In meiner Facebook-Liste habe ich jemanden, der in China lebt, der aber auch zum Teil Uiguren-Lager leugnet. Okay. Aber bei der Corona-Geschichte halt sehr progressiv war. Das weiß ich noch. So, 57, Kim Jong-un tot und Tod der Satire. Da dachten alle, dass Kim Jong-un tot ist, weil er nicht mehr aufgetaucht war. Ja, und seine Schwester war irgendwie kurzzeitig Vertretung. Genau. Was voll untypisch ist, weil die ist eine Frau. Und wir gegen Landesmedienanstalt, offenbar gab es da so die ersten Probleme. Da gab es Probleme, ja. Irgendwelchen Rittern und so, keine Ahnung. Wir haben ja trotzdem noch dort irgendwo gesendet, aber halt nicht mehr dort aufgenommen. Wir haben von zu Hause aufgenommen jeweils. Ja. Also ich halt bei meiner damaligen Freundin, du halt hier und du hast es dann zusammengefügt bei dir. Hörerwunsch 24, Narzissmus, auch schönes Thema. Narzissmus und warum wir die geilsten sind. Und alles der vielen Trump-Silhouetten. Ja, auf jeden Fall. 68, Bürgerwehr suspendiert Radio Tower. Also versus. Weiß ich nicht mehr, was da passiert ist. Mimi versus Leon, Bömi versus Monte, Hacker versus Mercedes, Demos versus Corona. Da gab es ganz viele Kämpfe und Streits, die zu lösen waren. Was mit Radiosuspendierung gemeint ist, weiß ich nicht mehr. Bürgerwehr suspendiert Radio Tower. Naja, da hat, ich glaube, es war nicht in Deutschland, aber irgendjemand hat auch so einen 5G-Turm niedergerissen oder sowas. Ah. Ich glaube, das war das. Hier, ein Hörerwunsch 25. Es gab einen Hörerwunsch von jemandem, einer Freundin von mir, die meinte, sie hört mich gerne reden, aber warum wir nicht gerne reden? Da hat sie sich einen Hörerwunsch ohne ihn gewünscht, aber mit Mirko Mooshoff. Den Filmemacher, der auch inzwischen echt ganz gut unterwegs ist, hat auch jetzt Preise gewonnen und Förderungen bekommen und so weiter für eine Serie, die er gerade plant, in der ich auch eine Rolle gespielt habe. Film-Nerd-Talk mit Mirko Mooshoff. Und ich habe halt, ich habe das damit selbst gemacht, wie man sehen kann, irgendwie mehr schlecht als recht. Brennpunkt Hörerwunsch 25, Tino fast allein im Funkhaus, Film-Nerd-Talk. Geil. Ja. Hast du schön gemacht. Danke. Ja, es fällt ihm auf, ne? Es fällt auf, dass es anders ist, aber es ist nicht hässlich oder so, ja. Das freut mich. Es ist nicht sogar Comic Sans, so wie absichtlich. Ich weiß möglich. Nicht 69, haha, das Diskussionsduell um die Männerwelt. Ja, da ging es um Männerwelt, auch von Joko und Klaas. Das war super, ja. Ich glaube, ich stand dem nicht ganz so super gegenüber. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich fand es, glaube ich, unterm Strich gut, aber ich hatte so ein paar Kritikpunkte, glaube ich. Ja, da ging es ja auch darum, dass gerade berühmte Frauen auf Instagram ganz oft Dickpics bekommen und halt ständig sexuell genötigt werden und belästigt werden online. Und das fand ich halt eine sehr gute Debatte. Ich weiß, es gab irgendeine Kontroverse darum, aber ich weiß nicht mehr, was für eine Kontroverse das war. Oh. Siehst du mal, das bleibt dann immer nicht hängen, ne? Hinterher. Und GTA 5 for free? Ja, auf Epic. Das ist schon krass. Ja. 69,5
warum haben wir das gemacht? Wir wollten wahrscheinlich das Special eine Woche rauszögern. Ah, aber warum ja. wollten wir das rauszögern? Was haben wir in dem Special gemacht? Vielleicht, weil wir uns nicht persönlich sehen konnten dafür oder möglich. Wir abwarten wollten. Ja. Aber gut, wir sind Volkswagen. Wir sind das Volkswagen. Ach, das wir war, sind das Volkswagen, ja. Das war noch der Dieselskandal, ne, als aufflog, dass die Elektronik mit Messgeräte irgendwie falsch eingestellt sind oder die Werte manipulieren. Boah, das weiß ich echt gar nicht mehr. Aber irgendwas auch mit rechtem Shit schon wieder, oder nicht? Das ist doch so ein kleiner Ku Klux Klan Mensch. Ja, Sido aus Rasta und Indien. Ja, es gab doch von irgendeinem Bildreporter oder Reporterin einen Beitrag, bei dem sie Sido vor seinem Haus aufgelauert sind, der dann so ausflippte da, mit ja? Recht. Also okay. Kann ich mir vorstellen. 70 Brennpunkt Unvereinigte Staaten von Amerika. Da hat es in Amerika gebrannt, wahrscheinlich hauptsächlich in Kalifornien mal wieder. Ja, das war doch auch die große George Floyd-Folge. Ach so, ja, ach so, wegen George Floyd. Okay, dann sind die Ausschreitungen gemeint, da hat es überall gebrannt. Ja. Ja, okay, gut, das war der Wahnsinn. Und dann direkt die nächste Folge, Fat Lives Matter. US-Polizeigewalt, Rezo gegen Presse, Beauty ach, and the wegen Nerd. Beauty and the Nerd, Fat Lives Matter, großartig. Ah, wirklich? Ich glaube, oder? Gab es da noch mal doppelt und dreifachen Boden? Da war ja unser lieber Freund Roland zu sehen. Ja. Schöne Zeit. So, dann haben wir 72 Beauty and the Nörgelei. Der Skandal, als er rausflog, oder? Das war doch, er ist relativ schnell rausgeflogen, leider. Das war der Skandal, weil er viel schwerere Fragen hatte als sein Kontrahent. Das war auch schon gelingend, komm, also das kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie fair war. Wer ist denn der Antifa-Opa gewesen, steht hier. Kann ich mich das war, nicht erinnern. Wir haben vielleicht mich aus der Zukunft zugeschalten, das kann sein. 73, The Last of Amthor. Das war der Amthor-Skandal. War es das mit so, du alter Zerstörer? Kann das sein? Nee, das war, oder? Nee, du alter Zerstörer, ist kein Skandal. Der hat doch hier Masken, war der da nicht auch mit drin, dass er da irgendwie Geld gemacht bei hat? Bei Masken glaube ich nicht, aber irgendwo anders war er verwickelt in irgendeinem Gremium, wo er Geld bekommen hat, was nicht berechtigt war. Aber der ist halt immer noch auf dem Schirm, weil der so ein witziger, lustiger Typ ist. Dann Cancer Culture und Outcry-Babies. Cancel Culture, The Last of Us 2, Rant, Kelly, OnlyFans, Anonymous vs. Hildmann. Boah, keine Ahnung, Alter. Das ist ein bisschen... Weiß ich vieles nicht mehr. Also Anonymous und Hildmann, da klingelt es noch, dass sie wohl irgendwie seine Webseiten übernommen hatten und YouTube-Kanäle. Ja. 75, Twitchy the Killer. Witzig. Streamer tot, also wieder jemand, der gestorben ist. Ja. Twitch bannt Trump. Wobei, also das ist natürlich jetzt auch schon wieder, also da Itchy the Killer ins Thumbnail zu nehmen, nur wegen dem Wortspiel, ist auch ein bisschen albern. Aber was witzig ist, die Nase von Itchy sind die Striche vom... Witzig, ja, es passt gut rein. ...vom Twitch-Logo. 76. So, Kanye for President, schlecht gealtert. Ja, ja. Razziafari und Kanye Westident. Na, wir haben ihn ja nicht supportet. Ja, also, wir haben es ja auch damals schon lustig drüber gemacht, aber Kanye for President, ich glaube nicht, dass das noch passiert. Es gab eine Razzia und ich weiß noch, dass das in der Nähe meiner Eltern war, wo die gewohnt hatten, zu dem Zeitpunkt. Deswegen war das so ein Thema für uns. Ja. Hörerwunsch 29, 9 Live. 26. 26, ja, ich habe die 9 schon gelesen. 9 Live und andere Fernsehscheiße. Ja. Auch gutes Thema. Hab ich auch völlig vergessen. 77, zwischen Pro-Test und Demenz-Test. Angelcamp. Aha. Ach ja, wo ja Monte und Sido wahrscheinlich auch da irgendwie Fische geangelt haben. Und das war, glaube ich, nicht Monte, sondern Knossi, aber ja. Kann auch sein. Und Demenztest, das war dieses große Trump-Ding. Also ich so bin stolz so war, klug. Ne? Man, Camera, Person, TV. Das ist richtig gut. Beauty and the Nerd schon wieder eine Kontroverse. Ja, mit Recht. 4 Wochen am Stück. Beauty and the Nerd, mit Recht. Otto Normal-Rassistente. Knossi-Anzeige. Otto Normal-Rassistente? Ich verstehe den Wort. Doch, Otto der Rassist, weil der das N-Wort gesagt hat damals in seinem Otto der Katastrophenfilm. Ja, aber Otto... Als Günter Kaufmann als schwarzer Bettler quasi auf der Straße war und... Ich dachte nur, da wäre noch ein Boden, aber es ist wirklich einfach nur Verbraucher durch Rassist ersetzt. Wahrscheinlich, ja. Okay, dann 79... Axiosplosionen und Ärztehilfe. Das war das großartige Trump-Interview, so, wo die sich so gegenüberstehen, wo die Meme-Templates sind, wo Trump auch diese Zettel so anguckt und so. Ja. Richtig geil. Von Axios gemacht.
Und die Beirut-Explosion war auch ein Riesending. Ja, das war echt, echt laut und groß. Das war ja zum Glück nur an einem Hafen, aber trotzdem eine mächtige, mächtige Explosion. Dann der Hörerwunsch, den mir auch sehr gefallen hatte, war Weimar zwischen Kultur und Kotze. Alleine der Name, ja, überragend. Der war schön. 80. Vegans Wet-Ass Genussikuchen. What? Ach so, ganz Wet-Ass Genussikuchen. Na klar, da ging es um Wet-Ass Pussy. Und Ben Shapiro, der sagt, seine Frau hat keine Wet-Ass-Pussy, das ist schlecht, wenn man das hat, das ist ungesund. Ah, okay. Aber vegan, ach so, wir haben, das war das Special, veganer Kuchen irgendwie machen, mit Rücki oder sowas, wie war das? Stimmt. Und Genussi, Kuchen. Liebe Grüße an Rücki. 81, Eiskeil in Löchern und Gorgensohn, ich verstehe das nicht. Siebzehnjähriger Todesschütze. Das war Kyle Rittenhouse, deswegen auch hier Eiskeil. Ah, stimmt, okay. Und Eiskeil in Löchern. Ich weiß, ach so, Eis in Vagina. Na klar, ein Eiskeil in Vaginas drin, in Löchern. Ah, verstehe. Das ist Genius. Okay. Muss man erstmal drüber nachdenken. 82. Alge, Meinbildung reicht nicht. Okay. Ist es Absicht, das mit dem Brennpunkt nicht? Demokratie? Wahrscheinlich. Corona-Sturm auf Reichstag, das war ein Riesending, Alter. Ja, stimmt. Und Knossi und SpongeBob auch, ne? Dass SpongeBob irgendwie einen Knossi-Song gemacht hat. Ach, deswegen und Alge. Deswegen Alge, weil der Song heißt Alge und Knossi promotet über SpongeBob Alkoholkonsum an Minderjährigen. Das ist schon krass, ja. Hörerwunsch 28, die sieben Todsünden, ein Ranking nach Geilheit, auch richtig ja, geil. Ja, stimmt. Was sind die geilsten Todsünden? Stimmt, völlig vergessen, das war auch richtig spannend. Übelst gutes Thema. 83, Brennpunkt Worldwide. Ach so, Brennpunkt. Da war Moria, da hat es gebrannt. Okay. Und Beirut auch nochmal und... San Francisco brennt auch. Brand Moria. Und YouTube, ja. Genau. 84. Ich würde sagen, bis 100 schaffen wir noch und dann sind wir gut über die Zeit. Ich denke auch, dann können wir und noch eine Ausgabe 2 vielleicht mal machen. So, irgendwann aber. Mal. Aber ist trotzdem geil, die alten Folgen nochmal rüber zu lassen. Macht voll Spaß gerade. 84. PS5 tut Robin weh. Nuss. Und Ruthless USA. Krass, das ist auch schon so lange her, dass Ruth Bader Ginsburg gestorben ist. PS5 tut Robin weh. Aber warum Venus? Leben auf Venus. Was war denn da? Ich dachte, es war wieder so ein Special Interest von mir, wo ich gesagt habe, Wissenschaftlerinnen haben rausgefunden, dass auf Venus irgendwie Leben existieren könnten. Wurde da nicht auch Wasser gefunden oder Spuren von Wasser? Genau, irgendwie sowas in der Art, ja. Und PS5 wurde vorgestellt und ist übelst teuer und deswegen tut es mir weh. Immer noch, nach wie vor. So, Montana Blackfacing, witzig, und andere Aufreger. Cancel Comedy und Unges Einnahmen. Weiß ich auch nicht mehr, was da so genau gewesen ist. Aber Montana Black hat geblackfaced, ja, weiß ich gar nicht mehr. 86, das war eine große Ausgabe. Corona als groß. Trump, ja, als der Präsident der USA. Coronald Trump. Corona bekommen hat und alle dachten, macht er es nicht. Ja. Aber der ist ja extra in so ein Militärkrankenhaus geflogen worden, wo nur sich um ihn gekümmert worden ist. Und rechtsdeutsch-radikal war so eine Doku, oder? Ja, das war doch... Großes Ding über Eis und Stahl, wie heißt dieses Dings? War das das? Nee, es war doch das, wo der ehemalige, also damalige AfD-Fraktionssprecher sagt, wir können der Flüchtlinge immer noch vergasen, wenn sie mal da sind. Oh. Das war dieses ganz krasse. Stark. Von Pro7. Brennpunkt Hörerwunsch 29, alles, was wir hassen. Geiles Thema, richtig schön. Brand Extravaganza. 87, jetzt liebig den DJ nicht mehr. Liebig 43 war in Berlin 34. So ein, 34 war in Berlin so ein besetztes Haus. Ja, so ein soziokulturelles Gebäude, genau. Und den DJ liebe ich nicht mehr, weil Wendler ist durchgedreht. Da hat er angefangen, Corona da fing's an, stimmt. Und er hat ein Lied gemacht, sie liebt den DJ und deswegen hat das so viele Böden. Ganz groß. Und es gab eine Entführung, die vereitelt worden ist, aber es gab es ja öfter jetzt. 89, Help, Zeit, Zoom masturbieren. Da hat jemand seine Zoom-Kamera angelassen. Ja, einen Moderator in den USA, oder ist ein Anchorman. Ja, ich glaube, ja. War richtig groß. Frankreich-Morde, keine Weiß Ahnung. Ich nicht mehr. Und die Ärzte mit Hell, deswegen Help mit Doppel-L. Ja, super. Geiles Album. Auf jeden Fall. Auch aus heutiger Sicht nochmal besser. Aber Thor, Alter, ich kann Thor nicht mehr hören. Echt? Oh, ich liebe Thor. Wenn es schon alleine losgeht. Neulich im Geno Talk. Das nervt. Ich das muss vom Album runter. Nach wie vor mein Album Nummer 1. Von allen, ja? Ja. Krass. Gut, 90. Horror. Lockdown Light. Lockdown Light, genau. Ja, also es war Lockdown Light. Ja, wie, aber auch, wie leicht. Aber immer noch ein Light für viele Menschen.
Knossi Horrorcamp außerdem und Frankreich Attentate. Was war denn nur los in Frankreich zwei Wochen in Folge? Oder es war noch das gleiche Thema. Möglich. So, dann ein Podumcast-Sprecherwunsch, weil Herr Rodes und ich wollten über die Ärzte mit Hell ganz ausführlich reden. Der hätte ja so gern mitgemacht, ey. Tja. Aber ich hab mir angehört komplett. Brennmann Internet 91, eine Wahl, Wien-Krimi. Da ging's, Trump gegen Biden, ja. Aber da ging es aber auch um Wien. Ging es da auch um Wien-Anschlag? Es gab Anschlag in Wien, der auch islamistisch war, aber auch zugleich hat ein Muslime den aufgehalten. Irgendwas war da gewesen. Okay. Das war das dann so, wo beide Seiten dann gesagt haben, ja, aber auch, Wild. Ich glaube, das nächste ist auch wieder ein Attentat, weil Triop gesteuerter Brennfahrer, witzig. Mhm. Da steht halt nur Trier. Das muss irgendwie so ein großes Thema gewesen sein, dass jeder weiß, was alle gemeint wussten, ist mit Trier. War, ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was gemeint ist. Adolf Hitler kam back, kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Ja, muss ich verpasst haben. Das war, glaube ich, der in Afrika, der Adolf Hitler. Ach stimmt, der Menschenrechtler. Ja. Ja, Politiker, super. Gangbang, auch witzig. Brennender Rennfahrer, sagt mir nicht, was ist denn damals in Trier passiert? Das muss auch wieder irgendein Attentat oder so gewesen sein. Hörerwunsch, fette Festivals, Kotze und Konzerte. Auch gut. Ja, stimmt. Oh, geiles Thema, stimmt. 93, Cyberpunkteabzug für mangelnde, und ich kann es leider nicht lesen. Qualität. Wahrscheinlich. Das ist ja mein Thumbnail, was voll aus der Reihe fällt, ne? Sehr dunkel. Es sind die gleichen Farben, aber ein sehr dominantes Schwarz am Rand. Aber Cyberpunk war halt sehr, sehr scheiße, als es released wurde. Das war so ein Spiel, wo Franz auch irgendwie wirklich 4 Jahre drauf gewartet hat seit Witcher. Und dann kam das sehr, sehr ernüchternd auf den Markt. Und Stream mit toter Freundin, das ist, glaube ich, das gewesen, wo dieser russische Streamer seine Freundin auf dem Balkon gesperrt hat, die dann da erfroren ist, ne? Ja, das war richtig hart. Das ist, was mich immer noch manchmal verfolgt, so wenn ich nachts aufwache, so, Gott, das ist auch passiert. Schlimm, Alter, wie schlimm ist das denn? Ja. 94, warum wir bald kaum noch Porn haben wahrscheinlich Porn geschrieben. Ja, Pornhub-Löschungen, das war das große Desaster, dass da ganz viele Amateurporn gelöscht wurde und nur noch verifizierte Leute da bleiben durften. Aber wohl aufgrund, ich auch betroffen war vom Kanal. Ich auch. Ich hatte ja einen Pornhub-Kanal für. Weil da konnte ich halt Urheberrechtsverletzungen begehen. Mhm. Und da waren so ein paar Videos, die auch zu kritisch für YouTube waren. Und leider wurde das mitgelöscht. Aber aus dem wahrscheinlich guten Grund, so wie ich es in Erinnerung habe, dass da doch das ein oder andere Video war von Leuten, die entweder minderjährig waren oder halt so Revenge-Porn, dass du von deiner Freundin nach der Trennung irgendwas hochlädst, was sie nicht will. Aber das ist nach wie vor so. Es ist nur so, dass du dich halt verifizieren musst, um Sachen hochzuladen. Ja. Aber trotzdem ist da noch Material oben, was man nicht kontrollieren kann. Also wenn Epstein sich verifiziert, kann er seinen Schaltporn hochladen. Wahrscheinlich. Ja. Und man sieht hier, Pornhub, dass du das O zu einer Null formatiert, damit es halt nicht gesperrt wird. Ja, es ist halt total dumm. So, 95. Im Dez Amber Heard, man dislikes singen. Wahrscheinlich. Das war der große Auftakt von Amber Heard und Johnny Depp als ihren... Ja, aber es hat echt noch lange gedauert bis zu dem... Das ist ja jetzt vor einem halben Jahr fertig gewesen. Ungefähr, und das ist vor 2 Jahren. Alter, wie lange das lief. Neue Corona-Mutation steht noch da. Mhm. Aber das war ja auch Standard, alle paar Wochen mal. Ja. Und Scheißnachten. 96 ist die Eiszeit vorbei. Da ist wieder Permafrost war wieder irgendwie eine große Meldung, dass da ganz viel geschmolzen ist. 2020 ist jetzt offiziell vorbei. Genau. Ripp-Quengelzone. Ach, gucke mal. Wer ist das denn? Na, die Quengelzone ist ja das im Supermarkt an der Kasse. Das wurde irgendwie verboten in Deutschland oder sowas. Ah, weiß ich nicht mehr. Weiß nicht, dass da vielleicht nicht mehr so Kindersachen hin durften oder so. Ah, okay, verstehe. Genau. Vielleicht war es auch nicht in Deutschland. Die 97. Ganz großes Ding. Anfang 21, ja. Sturm auf US-Kapitol, Demokratiefpunkt, Kapitulation. Ja, auch gut. Hammer. Ja, da soll ja Trump mehr oder weniger dazu animiert haben, dass Menschen das Kapitol stürmen. Wird noch geprüft, ob das so ist. Und da gab es auch den Wendler-Trottel, aber klar, gut, der war dann öfter Thema später. Hörerwunsch 31, Alkohol- und Suffgeschichten. Da haben wir gar nicht so viele. Ich glaube, ich habe da Fremde erzählt, oder? Oder halt Geschichten von Besoffenen, wo ich dabei war, aber selber nicht getrunken wahrscheinlich habe. Hörerwunsch 32, Metal Gear Solid featuring Lassie. Das war ein ganz toller Podcast. Du hattest von nichts eine Ahnung, deswegen war Lassie dabei. Ja. Eine wundervolle Person. Ja.
die Expertise mit einbringen konnte. Und die hatte ich halt auch genötigt, hinterher so ein paar Video-Essays über das Spiel zu schauen, weil es einfach so gut ist. So, Brennpunkt Internet 98. Parteiwechsel. Rassismus, das sein. Es ist so gut. Excel 95 Messerangriff. Komplett vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. Der, also ich glaube, der wurde nicht wirklich verletzt. Da war nur jemand mit einem Messer. Parteirassismus-Kontroverse. Da ist Nico Semsrott ausgetreten aus der Partei, weil Sonneborn einen rassistischen Witz gemacht hat und es nicht einsehen wollte. Und er ist dann seitdem fraktionslos im EU-Parlament. Also Nico Semsrott. 99 Anruf not on fire anymore. Wer ist Anruf? Anruf? Das war, glaube ich, irgendeine Frau. Eine Streamerin, die Anruf heißt vielleicht. Nee, es gab einen Livestock-Anruf bei einem Livestream auf Twitch. Ja, ja, aber das ist ja ganz komisch geschrieben, das Anruf. Ja, wegen Roof on Fire. Aber das H, ich glaube, die hieß irgendwas so. Ach so. Anruf. Kann auch sein. Und Roof not on fire anymore, ich weiß gar nicht, worauf sich das noch bezieht. Auf. Ach so, weil Biden jetzt eingeführt wird, ist der Ruf vom Weißen Haus nicht mehr on fire. Wahrscheinlich. Und YouTube-Löschung. YouTube wurde gelöscht, habe ich völlig vergessen. Und eine wundervolle 100. Ausgabe, da habe ich ja richtig mitgefiebert. GameStopUpi Wall Street. Dieses ganze GameStop-Ding, da war ich ja auch richtig drin. Also ich war nur in for the memes, ich habe da keine Aktien oder so gekauft, aber ich fand diese Bewegung an sich echt geil. Dann noch Lego Shitstorm, weiß ich gar nicht mehr, was die gemacht haben. Alter, und der Judenlaser, das war, ich verwechsel die immer. Also es gibt Lauren Boebert und Marjorie Taylor Greene. Eine von diesen beiden sehr dummen Republikanern hat gesagt, dass es irgendwie einen Judenlaser gibt, der vom Mond aus irgendwo rumschießt. Ach stimmt, richtig witzig, wild, Alter. Witzig. Richtig, richtig wild. Und die ist halt, stell dir vor, so eine wird im Bundestag chillen, Alter. Die sagt, dass ein fucking Judenlaser auf dem Mond ist. Ja, die USA nochmal ganz andere Maßstäbe. Ja. Lass uns abschließen mit dem nächsten Horror-Brennpunkt, weil da doch der Jan Jester zu sehen Na ist. Na gut. 101. Militärrobic und Myanmar-Tickel 17. Richtig geiler Titel, muss ich sagen, weil Militärrobic, das war dieser Putsch in Myanmar. Ja. Und also im Hintergrund putscht gerade das Militär und im Vordergrund macht so eine YouTuberin so ganz fröhlich ihren ganz normalen Aerobic-Stream. Stimmt. Richtig gut. Und es gab den Upload-Filter, der gekommen ist, aber der dann doch nicht so richtig da war. Naja, alles schwierig. Und Artikel 17 wurde halt umgenannt, weil ganz klug, jetzt nennen wir es nicht mehr Artikel 13, das checken die Leute nicht. Gottschalk-Shitstorm, weiß ich gar nicht mehr. Weil der auch geblackfaced hat wahrscheinlich früher, oder? Ach nee, doch, wahrscheinlich, weil er als Jimi Hendrix irgendwie zu Fasching ging und dann sagte, ja, ich bin auch nicht diskriminiert worden mit meinem schwarzen Gesicht als Jimi Hendrix. Ah ja. Oder andersrum, er hat gesagt, ich wurde auch dann irgendwas Ich weiß, wie es ist als Schwarzer. Ich glaub, weil ich einmal zu Fasching mich geblackfaced habe. Und abschließend natürlich, Jan Jester war zu Gast in der Ausgabe. Birgit, hörst du nicht das Ende des Podcasts? Ja, also das war natürlich jetzt echt schon weit über eine Stunde und wir sind gerade mal bei 101. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist viel interessanter, das zu hören, was länger weg ist als... Wahrscheinlich. Ah ja, weißt du noch, letzte Woche? So. Vielleicht schenken wir euch heute nochmal eine zweite Ausgabe mit den nächsten 100. Mal sehen. Aber ich finde, es war eine echt spaßige Ausgabe. Ja, ist schon geil. Es ging alles sehr schnell. Ich glaube, es kann für Zuhörende auch sehr anstrengend sein. Aber ich fand es für mich gerade irgendwie sehr spannend und das nochmal so Revue passieren zu lassen und was wirklich relevante Sachen sind, die hängen bleiben und was man teilweise komplett vergisst. Weil also so ein Angriff auf Excel ist halt irgendwie dann später scheißegal. Voll krass, ne? Das stimmt. Aber ist natürlich eine relevante YouTube-News damals gewesen. Ja, gut. Also Emily, vielen Dank. Euch beiden, würde ich sagen. Eis nenne ich dich weiterhin fürs Kaufen des Hörerwunschs und Wenn der jetzt Mittwoch rauskommt, dann kommt nach der Ausgabe jetzt ja die 200. Ausgabe. Ist nicht irgendwie Mittwoch. Weil was? Oder wann willst du den jetzt veröffentlichen? Die 190. Die, ach so. Die 200. kommt erst. Ah, okay. 19. Hi. Kommt erst viel später. Ach, du hast recht, weil es völlig lost. Ja gut, dann hörst du die Musik aber? Die höre ich, die ist furchtbar so laut. Lost bist du nicht, dass du die nicht hörst, ja? Noch nicht ganz. Hören gut. Kann ich noch. Vielen Dank fürs Kauen des Hörerwunschs. Es hat mir einen Spaß gemacht, du. Einen Spaß gemacht, du. Tschüss. Tschüss. Ich bin ein Mutti. Ich bin ein Mutti.